In diesem Video zeige ich euch das aktuelle Merchandise aus dem Disneyland Paris im Monat März. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Merchandise-Video hier aus dem Disneyland Paris. Und ich bin schon bereits in den Shop geflüchtet, denn es ist so stürmisch draußen. In diesem Video zeige ich euch natürlich das aktuelle Merchandise-Video. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Merchandise-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, wie immer, wenn ich das Disneyland besuche, gibt es ein neues Merchandise-Video. Hier auch jetzt aus dem Monat März. Und ich bin schon in den Shop geflüchtet, denn es ist so stürmisch draußen. Musste mich ein bisschen aufwärmen. Ich bin jetzt hier in den Walt Disney Studios, direkt in dem Shop, wenn man reinkommt, am Eingang. Und schau mal, was es hier Neues gibt. Ansonsten gehe ich noch in Studio 1. Gucken, was es da gibt und dann gehe ich nochmal rüber und sage euch immer natürlich, in welchem Shop ich mich gerade befinde, was es Neues gibt und erzähle euch natürlich auch etwas zu den Preisen. Mal gucken, was wir an neues Merchandise finden können. Wir sind jetzt hier bei der Disney 100 Kollektion. Die Sachen habe ich euch ja schon im letzten Haul gezeigt, im Merchandise-Video. Aber hier gibt es auch ein neues Bild zum 100. Geburtstag mit Mickey und Minnie. Echt schön und kostet 40 Euro. Ansonsten gibt es ja die Mickey und die Minnie als Plüschis, die anderen 100 Sachen. Es gibt noch ein anderes 100-Jahre-Bild, das hier. Auch sehr schön, kostet auch 40 Euro. Ich habe schon im Augenwinkel gesehen, die Chip and Dale Ohren sind zurück. Viele von euch haben mal gefragt, gibt es die Chip and Dale Ohren? Ja, es gibt sie wieder. Wieder in Stock, kosten 23 Euro. Ansonsten gibt es hier die 30er-Jahre-Kollektion. Ich glaube, der war doch auch mal im Sale. Ich glaube, der ist mittlerweile nicht mehr im Sale. Nee, kostet 65 Euro, aber den gibt es auch wieder. Den weißen habe ich gesehen. Ja, Seife ist im Sale. Ich gucke mal weiter, was es sonst noch neu. Auch mal zum 100. Geburtstag gibt es hier dieses Spielzeug mit Mickey und Minnie. So Puppen, die man anziehen kann. Gab es auch bei Shop Disney. Hier kosten sie 35 Euro, einmal mit Mickey und auch einmal mit Minnie. So, jetzt bin ich hier gerade mal bei Pandora im Studio One und ich habe Pandora-Werbung gesehen. Ich bin nicht im Marvel-Business, aber ich glaube, die Ohrringe sind neu, kosten 109 Euro. Und ich glaube, es gibt auch neue Marvel-Charms. Aber wie gesagt, ich bin da gar nicht up to date. Das ist aber scheint auch neu zu sein, dieser Groot. Und hier ist auch nochmal Marvel, Captain Iron Man und Black Panther. Ja. Die Kutsche habe ich jetzt hier noch nicht gesehen, die gucke ich aber mal im Harringtons nach, weil hier ist mir aktuell ein bisschen zu voll. Ich habe es online ja schon gesehen, es gibt eine neue Pixar-Kollektion und einen Spirit-Jersey mit Sully. Der ist sehr kuschelig, also für das aktuelle Wetter sehr schön. Das ist hinten. Hier unten hat so einen Flauschi-Stoff. Kostet 85 Euro. Und vorne hat er auch nochmal Sully. Also schon richtig süß. Dann gibt es auch noch einen flauschigen mit den Toy Story, ich weiß nicht, wie sie heißen, Charakteren. Der ist komplett flauschi. Und hinten steht nix. Da ist dieser Regenbogen. Und hier unten ist aber auch noch Sully und der Red Panda. Also ist nicht nur ein Toy Story Jersey, sondern so ein Pixar Jersey. Kostet 75 Euro. Dann gibt es hier auch eine neue, die ist festgemacht, Lotso-Tasche, die ist tatsächlich größer als auf den Fotos, die ich gesehen habe. Kostet 80 Euro, sieht so aus und hat auch noch so eine kleine Tasche an der Seite mit so einer Erdbeere. Dann gibt es hier noch so einen Lotso-Flausche-Pulli, also für aktuelles Wetter ist echt gut, 70 Euro. Ist hinten noch irgendwas? Nee. Aber es ist auch so ein Pixar-Jersey, weil Pixar-Pullover, weil die Knausche hier, die Bommel, sind mit Sully. Das ist auch so ein Pixar-Mix-Pulli. Und der andere, ach guck mal, und der andere ist dieses Einhorn. Süß gemacht. Sehr detailliert. Und dann gibt es auch noch den Flausche-Pulli hier mit den zwei von Toy Story. Kostet auch 70 Euro. Und hinten ist nichts. Ja. Hier in Studio 1 in der Halle.
Ich bin jetzt im Motorsportsladen angekommen. Das ist genau gegenüber vom Emporium und gegenüber vom Markethause Deli. Und hier gibt es die Oswald-Kollektion. Einmal hier dieses Hemd. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Es ist super dünn. Also eigentlich schon cool. Hier steht Oswald drauf. Hinten ist nichts. Von dem Preis habe ich auch noch nicht entdeckt. Kostet 60 Euro. Dann die Figur, die gibt es aber auch online bei Shop Disney und da ist sie wesentlich günstiger. Hier kostet sie 119 Euro. Ist ganz süß und kommt in so einer coolen Verpackung. Die Sachen habe ich euch gerade schon gezeigt. Hier steht auch, man sollte den Castmember danach fragen. Die sind hier sogar schon festgebunden, also keine Ahnung, ob die also mitgenommen werden, also geklaut werden oder ob die irgendwie limitiert sind, weiß ich nicht, aber da sollte man den Castmember nachfragen. Genau, die Sachen kennt ihr. Hier gibt es irgendwie noch die Stitch-Kollektion. Ich wollte den Oswald Rollkragen, aber gerade sehe ich ihn nicht mehr. Dann gibt es hier den Oswald für 35 Euro. Süß. Ah doch, hier ist er. Der Rollkragen. Hatte ich bei Shop Disney gesehen, aber wenn ich ihn jetzt so anfühle, ist tatsächlich nicht so... Ich hätte einen anderen Stoff erwartet. Ich dachte, das wäre so ein Sweatshirt-Stoff gewesen. Es ist ein Sweatshirt-Stoff, aber ich habe so einen Wollstoff erwartet, so meinte ich das. Kostet hier 50 Euro, aber ich denke schon, dass ich mir den hier mitnehmen werde, denn ich habe mir die Oswald-Orden bei Shop Disney bestellt und wollte eigentlich das erst am Wochenende anziehen, aber das Paket kam leider nicht pünktlich. Und hier steht noch hinten Oswald drauf. Dann gibt es hier einmal hier diese Riesentasse. Oswald. 20 Euro, die ist echt groß. Einmal eine Decke, glaube ich, ist das hier. Ja, eine Riesendecke. Größe 1,52 Meter mal 1,52 Meter. Kostet 50 Euro. Habt ihr es überhaupt gesehen? Habt ihr es gezeigt, wie es aussieht? Dann gibt es hier noch so ein Hoodie mit Oswald drauf. Das ist hinten. Kostet 60 Euro. Und dann gibt es hier dieses, keine Ahnung, Longshirt würde ich es fast nennen. Mit Oswald hinten und vorne und an den Seiten. Also bei den Sachen ist ganz schön viel los. Kostet 46 Euro. Da ist sie, die Kutsche. Mit dem Armband zusammen kostet es 319 Euro. Und nur das Armband kostet 149. Und ja, also die Kutsche ist schon echt schön, aber ab 169 Euro ist das ist allein dieser Kutschencharm. Ja, da ist Gold mit dran und ein Kristall, aber ich weiß auch nicht, ob ich mir diesen Trip kaufen werde. Jetzt auch noch Jahreskarten verlängert. Muss ich mal schauen. Es gibt einen neuen Pandora-Charm, der Disney Parks Exclusive ist, mit dieser Railroad. Kostet 79 Euro und einmal ist hier Hidden Mickey hinten drauf. Seht ihr den? Unten steht All Aboard und irgendwo hier an der Seite ist auch nochmal ein Hidden Mickey drin. Richtig süß und hier seht ihr auch nochmal die Kutsche von Namen. Zum 100. Geburtstag, die kostet 169 Euro. Unter allen Figurensammlern, es gibt auch eine neue Mickey-Figur mit hier so Edelsteinen, Kristallen für 399 Euro. Zum 100. Geburtstag sieht man da unten. Ist auf so einem Sockel drauf. Ist schon super schön, aber ich kriege ja meine von der D23-Membership und ist fast so ähnlich. Und nee, 399 Euro. Nein. Weiter geht's im Harringtons. Da war auch eben schon da der Charm und auch die silberne Mickey-Statue. Hier gibt's hier diesen Eras, also jetzt kommen wir zur Eras-Kollektion. Hier gibt's diesen Phone-Holder. Seht ihr hier oben auch nochmal. Also ich habe noch nie einen Phone-Holder in meinem Leben benutzt. Und was mit Mickeys Ohren passiert ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht stand er jetzt zu sehr im Wind hier draußen. Kostet 60 Euro und dann gibt es hier auch so eine neue, richtig süße Figur für 129 mit Mickey. Dann gibt es hier die Buchhalter. Ich glaube, die sind hier aber auch teurer. Die kosten hier 60 Euro. So sehen sie dann aus. Schon schwer. Dann gibt es eine Lupe, falls ihr den Park genau unter die Lupe nehmen wollt. Kostet 39 Euro. Für eine Lupe. Hi. Dann gibt es hier diesen Kerzenhalter, glaube ich, ist es für 30 Euro. Notiz.
Schreibmaschinen, Notizenhalter für auch 30 Euro. Den finde ich cool, aber auch extrem teuer. Dann gibt es hier dieses Memo-Board, was auch leuchtet. Es ist riesig. Ich weiß nicht, wofür man es braucht. Aber man kann es auch ausprobieren. Machen wir gleich. Kostet 99 Euro. Und da seht ihr es. Wow. Es leuchtet. Dann gibt es hier die Tasse. Die gab es auch online für 25 Euro. Bilderrahmen. 39 Euro. Kissen. 49 Euro. Einmal hier diesen Hoodie, den finde ich eigentlich auch ganz cool. Sieht irgendwie aus wie Kindergröße. Ich glaube, das ist Kindergröße. Kostet 50 Euro. Wahrscheinlich ist das auch das passende Kinder-T-Shirt. Das weiß ich jetzt aber nicht. Nee, das sieht nach Erwachsenen aus. Das hängt ja auch, glaube ich, zeige ich euch gleich da vorne, am Bügel. 25 Euro für die Cappy. Dann ist das T-Shirt für 36. Und den Spirit-Jersey gibt es ja auch. Der ist online auch ausverkauft. Kostet hier 75 und sieht so von hinten aus. Und so von vorne. Wir sind jetzt hier bei Ribbons and Bows. Und hier gibt es neuen Schmuck. Und zwar einmal hier diese Ohrringe. Mit den Snacks für 20 Euro. Drei Paar. Und dann gibt es hier auch noch diese Dreierketten mit Schloss. Auch süß als Freundschaftsketten oder Familienketten für 30 Euro, also 10 Euro pro Kette. Und hier gibt es auch eine Stitch-Uhr für 70 Euro in Roségold. Auch sehr süß. Hier gibt es eine Stitch-Schmuck-Kollektion mit Kette, Armband, kleinen Ohrringen der Kette und auch den Ohrringen. Das brauchen wir. Und hier sind die Preise dazu. Hier gibt es auch hier im Ribbons & Bows so Beauty-Produkte mit Prinzessin einmal Ariel, Handcreme und Nagelfeile als Set für 8 Euro. Dann gibt es hier so ein Parfümstick mit Ariel für 12 Euro. Einmal so Lip Balm, habe ich auch noch nie in so einer Verpackung gesehen, für 7 Euro. Das ist alles von Mad Beauty. Dann gibt es hier Lip and Cheek Tint, also wahrscheinlich Lippen und Stift und Rouge. Ah, sogar 4 Farben. Cool. Für 8 Euro. Dann gibt es auch noch Tiana Lip Balm, so ein Geschmack, das ist Apple, für 7 Euro. Ariel war Strawberry, also Erdbeer. Dann gibt es ja auch noch so Gesichtsmasken, wo man so total dämlich mit aussieht, für 6 Euro mit Tiana und auch mit Ariel, auch für 6 Euro. Und diese Armbanduhren sind tatsächlich auch neu. Die sind von Montre. Einmal mit, also die kosten alle 125 Euro. Gibt es einmal mit Steamboat Willie. Einmal mit Head Blue, das ist glaube ich die hier. Und einmal Classic Noir. Also finde ich echt auch sehr klar, also sie sind gar nicht so Disney overwhelming. Ganz dezent Disney gehalten. Mega schön. Viele von euch fragen ja auch immer nach Schmuck, welchen Schmuck gibt es. Ich werde jetzt nicht die einzelnen Preise vorlesen. Das ist die Preis-Range, die ihr hier seht. Also von 22 Euro bis 40 Euro ist alles dabei und dann hinten sind immer die Farben drauf. Aber wie gesagt, ich zeige euch jetzt nicht alles, was es kostet, aber ich schwenke mal hier durch, was es so gibt. Es gibt hier Mickey-Ohrstecker in Gold, gibt es diese hängenden Mickeys, aber Mickey mit Eiffelturm, hier nochmal Stecker in Silber. Eine Mickey-Kette mit Schloss, eine goldene Kette mit Perlen. Hier die Kette habe ich auch zu Hause. Ah, ne, ich habe die Ohrringe dazu. Die Kette habe ich sicher nicht. Ja, genau, die Ohrringe habe ich. Das sind auch so Unisex, also theoretisch auch für Männer. Und hier diese rosé-goldenen Kreolen. Ja.
Die Schlosskette habe ich ja auch in Silber und auch in Gold. In Roségold gibt es die leider nicht. Gibt es Tinkerbell-Kreolen. Die habe ich in Walt Disney World gekauft. Gibt es jetzt hier auch. Tinkerbell, Mickey, Ariel, Schneewittchen mit Ohren. Sieh mal, Ariel, die passende Kette. Das sind Aurora-Ohrringe. Hier gibt es dann auch noch Ringe in verschiedenen Größen. In Gold. Da gibt es ein Dreier-Set. Auch ganz cool. Dann gibt es hier auch so Armbänder. Also mal so ein Einblick in den Schmuck. Was haben wir hier noch? Hier haben wir auch noch so Schmucksets. In so schönen Kästchen. Die habe ich auch. Auch einen neuen Stift zum 30. Geburtstag von Aribas. Es gibt zwei, aber das ist hier der eine mit Tinkerbell. Kostet 29,99 Euro. Wir sind gerade im World of Disney und haben diese Tassen entdeckt und die kommen mir sehr neu vor. Ich habe sie vorher noch nie gesehen und das ist einmal hinten, Disneyland Paris mit Ariel. Und so sieht sie vorne aus. Die haben auch so einen schönen Schimmer. Echt schön aus. Hier einmal mit Cinderella. Hinten steht wahrscheinlich auch dasselbe drauf. Einmal mit Belle. Und einmal mit Jasmin. Also echt schöne Kollektion, muss ich sagen. Kosten 15 Euro. In Disney Fashion habe ich jetzt nichts Neues gesehen, außer jetzt hier diesen oben Loungefly. Kostet 90 Euro. Ja, ist ganz süß. Ansonsten, die habe ich euch schon gezeigt. War kurz ein Schlenker, aber ja, die Wakanda-Kollektion gibt es hier. Die Stitch-Kollektion. Hier auch natürlich Oswald, habe ich euch aber auch schon im Harrington, nicht im Harrington, im Motorsports gezeigt. Ja. Die gibt es hier auch, das ist tatsächlich Special Offer. Haben uns Prina und ich auch gekauft, diese Tasche. Kostet 15 Euro, wenn ihr 30 Euro ausgegeben habt. Ansonsten kostet die Tasche 30 Euro. Ist eigentlich ganz praktisch, wenn man so unterwegs ist. Die kann man echt schön klein zusammenfalten. Und Pandora hat auch gerade 30% Rabatte. Alles mit dem roten Punkt ist 30% reduziert. Das sind Spider-Man-Charms. Und hier irgendwie diese Kamera da unten. Genau. Ja, ansonsten kurzer Schlenker, aber wie gesagt, viel Neues an Kleidung gibt es jetzt hier im Disney Fashion nicht. Und das, was Neues gab, habe ich euch ja schon gezeigt. Für alle Starbucks-Tassenliebhaber. Also die 30 zum 30. Geburtstag ist wieder da. Und auch hier die Trinkflasche ist wieder da. Ich weiß gar nicht, was der aktuelle Preis ist. Irgendwie wurden die immer teurer. Die waren bei, ich glaube, 21, 22. Ich glaube, mittlerweile kosten sogar schon 26. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Ich zeige euch jetzt noch die anderen Tassen, die es gibt. Und zwar gibt es hier auch wieder von den Walt Disney Studios, vom Avengers Campus und die ganz normale Disneyland Paris Tasse gibt es auch wieder. Ein Disneyland Paris Wochenende neigt sich dem Ende und ich habe euch das aktuelle Merchandise hier im März
2023 gezeigt. Es ist wieder einiges Neues dazugekommen. Die Eras-Kollektion, die Oswald-Kollektion. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Und ja, das war das Merchandise-Video. Wenn ich das nächste Mal im April da bin, gibt es natürlich wieder ein neues Merchandise-Video. Hoffen wir, dass es wieder aktuelles und neues Merchandise gibt. Und bis dahin verabschiede ich mich bei euch. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Kann ich winken? Ich habe meine Hände voll. Ciao!